Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Green County. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und machen heute ein wenig weiter. Wir werden uns heute um offene Baustellen kümmern. Wir haben hier einerseits am Strand, wo wir unser Luxusgebiet gebaut haben, noch eine offene Baustelle Richtung, sage ich mal, den kleineren Städtchen, was ja so unser Anfang gewesen ist. Da möchte ich gerne zwischendrin versuchen, die Bereiche ein bisschen aufzufüllen. Und es wurde ja auch ein bisschen was vorgeschlagen, noch mit Sportanlagen, Tennisplätzen und. Da möchte ich gerne gucken, dass man das dort vielleicht ein bisschen mehr vermehrt einbaut. Und dann haben wir drüben, wo wir das Riesenrad und den Endbahnhof haben, ja auch nochmal einen Bereich, der offen steht, wo wir auch nochmal so einen Teil Strand haben. Da kann man natürlich dann auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht heute auch noch dazu kommen, um das ein bisschen zu füllen, weil die Wohnerfrage, die sind da. Und ja, das sollten wir auf jeden Fall heute nutzen, liebe Leute. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Euch wird im Intro schon aufgefallen sein, dass sich so manche Texturen verändert haben. Ich habe endlich ein Map-Theme gefunden, was mir sehr, sehr gut gefällt. Habe ja schon ein paar angeschaut, aber das muss ich sagen, hier gefällt mir bis jetzt am besten. Und deswegen habe ich das mir mal rausgepickt. Ich kann euch das mal zeigen, auch den Unterschied direkt mal. Wir gehen hier oben auf die Mod. Hier seht ihr den Namen. Ich gehe jetzt einfach mal und deaktiviere einfach. Gehe wieder zu Standard werden. Hier seht ihr auf jeden Fall, was sich verändert hat. Die Wiesen allgemein sind ein bisschen grüner, ist ein bisschen dunkler alles, aber die Wiesen haben ja ihre eigene Textur. Das Wasser an sich ja hier auch. Und man sieht auch so ein bisschen die Veränderung, wenn man das halt aktiviert. Das dauert ein bisschen länger, bis es da wieder an ist. Hier. Ne? Habt ihr gesehen? Und durch das, dass halt die Wiesen auch ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen heller sind und das Wasser teilweise auch am Rand so ein bisschen türkiser, finde ich das echt sehr, sehr schick. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir das mal mit rein. Es kann natürlich sein, dass wir auch irgendwann nochmal ein anderes finden, was mir sehr gut gefällt. Dann kann man da nochmal wechseln. Ich finde allerdings durch die hellen Texturen, gerade durch die Wiesen, dass auch so das Spiel allgemein so ein bisschen freundlicher wirkt. Und ja, deswegen lassen wir das hier mal mit drin. Hier seht ihr das auf jeden Fall. Ist natürlich nur möglich mit dem Map Texture Replacer, den benötigt man natürlich dafür. Anders geht das nicht, das steht aber auch mit dabei. Gut, dann legen wir mal los, wollte es euch nur zeigen. Das wird man Lakeside natürlich auch haben, direkt. Und deswegen, ja, wollte ich euch das mal präsentieren. Wir haben Sonnenschein, gut, wir haben Wolken, das heißt, hier ist es eher am hellsten. Hier sieht man das dann auch nochmal. Mit dem Türkis hier teilweise am Rand, was ich meine. Es kommt halt durch die Texturen ganz anders rüber, weil die Felstexturen auch anders aussehen. Und da kann man auf jeden Fall, ja, haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Abwechslung hier. Mal gucken, wie das halt auch in anderen Jahreszeiten aussieht. Wir haben jetzt halt Sommer, das ist halt die perfekte Jahreszeit dafür. Naja, müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt auf jeden Fall hier mal ein wenig mit Sportanlagen machen. Das wurde ja hier vorgeschlagen, dass man vielleicht so Tennisplätze auch hier an den Strand packt. Da bin ich am Überlegen, ob wir das vielleicht nochmal irgendwo hier hinbekommen. Wir haben ja hier nochmal etwas freiere Flächen. Man könnte das hier nämlich dran packen und lassen das hier mal frei. Gehen hier mal durch und schauen, ob das hier passt. Natürlich nicht, weil wir hier wieder zu viel haben. Sehr, sehr gut. Hier müssen wir drauf. Okay, der Tennisplatz ist vielleicht ein bisschen groß, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen arg groß. Der wäre hier hinten besser. Selbst da wäre er riesig. Wir probieren den hier hinten hinzubringen. Machen den mal hier dran. Und schauen natürlich hier dann auch mal vielleicht... Ups, das ist falsch. Das wollte ich nicht. Wir schauen hier mal rum. Wir werden hier dann natürlich wieder die Palmen etwas hinstellen. Gerade jetzt hier um den Tennisplatz drumherum. Na. Ah. So, da wird hier fleißig gespielt. Genau, machen wir das auf die Weise. Die können wir noch mit reinnehmen, würde ich sagen. Und dann hatten wir hier ja auch nochmal... Ich klicke immer rüber, ne? War ja auch nochmal so den einen oder anderen Busch. Können wir hier nochmal mit reinnehmen. Das war ja eigentlich zum Vertuschen von dieser Kante da. So ein bisschen angedacht. Kriegt man hier auf jeden Fall den Tennisplatz. So, dann machen wir das mal hier da zurück. Und ja, so haben wir da ein bisschen das aufgefüllt. Die Leute können hier natürlich noch vorbei. Bisschen Problem, wenn da... Ja gut, ich will nicht wissen, wie viele Tennisbälle hier im Wasser liegen, aber es ist ein anderes Thema. So, hier sieht man das auch nochmal vom Nahen. Hier ist halt echt Abwechslung in dieser Rasenfläche.
Wiese gibt es bis jetzt noch nicht so richtig. Das hätte ich mir so gewünscht, dass da richtig so Blumen sind. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall. Irgendwie hat's was. Jetzt würde ich hier natürlich gerne an den Stellen nochmal ein wenig gucken, dass wir das hier mal soweit einrichten und das hier soweit von den Bäumen wieder ein bisschen entfernen. Ihr könnt gerne hier eine Bewertung da lassen in dieser Zeit. Das wäre sehr lieb von euch. Und wenn ihr hier nichts mehr verpassen möchtet von meinen City Skylines 2 Projekten, dann gerne auch ein kostenloses Abo. Dafür einfach in den angepinnten Kommentar gucken. Da habt ihr einen Direkt-Abo-Link für die YouTube-Kanäle hier. So, wir werden hier mal das so machen. Ich habe natürlich immer, also das schimmert immer noch hier extrem. Da hat sich noch nichts geändert. Kam jetzt noch kein Patch dafür. Deswegen, damit müssen wir ein bisschen leben. Das ist jetzt nochmal heller. Aber irgendwie habe ich mich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Machen wir das so? Nee, das machen wir nicht so. Ah, hier nochmal einen. Nee, das machen wir auch nicht. Wie geht denn dann hier hin? Da könnte man dann das Raster ändern in die, auf die innere Seite. Das würde gehen. Also nur gucken, jetzt habe ich da hinten einen Anschluss und hier noch keinen. Machen das mal hier nach vorne. Machen wir das alles mal mit den kleineren. Und jetzt überlege ich, habe ich hier drinnen dann auch nochmal. Nee, ich glaube, das kann man an dieser großen Straße dann lassen. Das würde gehen. Das war hier an dieser Straße. Das ist die hier. Ich weiß nicht, ob man das immer auswählen muss, muss ich zugeben. Ich würde aber gerne hier an dieser Stelle das Sonic Tool sollte man dann vielleicht aktivieren, das wäre sehr hilfreich. So, dann machen wir das weg und haben jetzt hier drinnen das Raster. Wir könnten jetzt hier damit ein bisschen arbeiten. Hier vorne ist schwierig, aber das machen wir einfach nur an die Straße, dann erweitern wir das nämlich hier etwas. Wir können mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier mit dem Luxusgebiet weitermachen möchte oder ob wir hier vielleicht umschweifen zu diesen normalen Wohnungen. Ich glaube, das ist besser, dass wir einfach auch wieder etwas Abwechslung hier mit reinbekommen. Hier machen wir dann Gewerbe hin, aber wenn wir nichts sehen. Hier drüben mache ich auch mal erstmal nichts. Hier auf der Seite gehen wir dann auch mit diesen Häusern ein bisschen weiter. Hier haben wir ja dann die Möglichkeit, auch nochmal ein paar kleinere reinzusetzen. So, hier auch. Ist halt ein bisschen hell, wirklich. Das ist Raster, weil wir eben nicht von oben drauf gucken. Hier drüben machen wir das Gleiche. Das dürfte ja alles hier Stromversorgung und Wasser und alles haben. Aber ein bisschen größere. Kann man natürlich jetzt auch etwas Gewerbe mit reinmischen. Hier vorne können wir dann die Häuser nochmal hinstellen. So ein paar kleinere, hier vorne auch. Und hier machen wir dann halt etwas mehr mit Gewerbe. Dann machen wir das aber hier weg. So, damit es einfach etwas angenehmer ist. Hier habe ich das noch vergessen. Sehe ich gerade. So, und dann machen wir auch nochmal etwas Büro hier hin. Ich weiß, wir haben genug Arbeitsplätze eigentlich, aber ich finde, hier passt das vielleicht auch ganz gut. Und dann hätten wir hier nochmal zu guter Letzt den Teil, den ich vergessen habe, hier nochmal ein paar Häuser. Hier drüben könnten wir dann auch einen Teil nochmal ein bisschen Häuser reinstellen. Zum Beispiel so. Und auf die Weise. So. Dann haben wir zwischendrin nochmal ein paar Bäume und haben hier ein neues Gebiet. Was ja ganz okay aussieht. Hier würde ich dann auf jeden Fall noch einen großen Spielplatz mit reinmachen. Die sind eh alle abgedeckt. So. Hat man hier so einen kleinen Spielplatz mit drin. Hier haben wir ja dann den Tennisplatz noch gemacht. Ich hätte gerne ein bisschen größere Sportanlagen gemacht, aber das funktioniert hier leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Das sieht echt gut aus. Muss ich wirklich sagen. Also es gefällt mir richtig gut, wie das jetzt optisch momentan alles aussieht. Ne? Dann gehe ich hier links mal rüber und probiere hier zwischendrin auch nochmal ein wenig was aufzufüllen. Das geht halt jetzt nur Stück für Stück immer. Ne? Hier sieht man das auch. Das sieht halt echt cool aus.
Das sieht richtig schön aus. Ja, schöne Ecken auf jeden Fall. Und tatsächlich glaube ich, soweit ich weiß, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, sind das alles 4K-Texturen. Ich hatte ja früher auch schon so ein Pack mit, ich glaube, waren auch 4K. Auf etwas hochauflösen die Texturen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Die Performance ist halt dadurch auch gar nicht irgendwie, hat sich verändert. Also es läuft immer noch genauso gut wie vorher. Ich habe ja da eher weniger Probleme, zum Glück. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Städtchen auch drauf an, aber bis jetzt klappt das immer ganz gut. Das machen wir so. Gehen hier dann nochmal so durch. Das ist halt immer, das muss ich sagen, das stört mich weiterhin. Dass ich es jedes Mal nicht hinkriege. Irgendwie immer zu hoch, zu tief. Das Tool sich halt automatisch einstellt. Man muss unbedingt irgendwie eine Funktion einbauen, dass wir, das war mit Linksklick gedrückt, das nicht verändern kann mit der Höhe. Ich weiß nicht. Das brauche ich zum Teil jetzt erstmal nicht. Das wäre auf jeden Fall so eine Sache, die man optional mit reinnehmen könnte oder eben nicht. Sie da entscheiden kann. Ich glaube, dann würde mir das nicht mehr so oft passieren. Das ist ja doch schon, wenn man jetzt mal so die letzte Zeit, auch seit Anfang an, das alles so ein bisschen Revue passieren lässt, ist das doch schon eine Sache, die mir doch schon öfters passiert ist. ich würde jetzt hier drinnen gerne auch wieder das Raster wegnehmen. Ich mache das einfach mal mit den Straßen, damit die richtigen geupgradet werden. Gehe hier auf wieder auf Non. Dann sind wir hier wieder drinnen. Das brauchen wir hier nämlich nicht. Hier auch nicht. Genau. Gehen hier wieder, aber stellen immer alles wieder zurück ein. Das mache ich jetzt immer bei jeder Mod. Alles immer wieder komplett auf Vanilla einstellen, damit ich da auf jeden Fall keinen Fehler mache. So mit der Anarchie, die ich dann immer mal wieder ausmache. Oder immer ausmache. Außer ich vergesse es. Aber da gucke ich schon, dass ich mich dran halte. Ich glaube, dann passieren auch weniger Fehler. So, hier können wir das eben so ein bisschen hinmachen. Hier drüben auch. Dann lassen wir hier nämlich ein paar Wohnhäuser mehr stehen. Hier machen wir das gleiche, direkt an der Straße. Gut, dass hier die Wohneignung ja ist. Das ist auch praktisch, ne? Da kann man hier die Wohneignung einfach ändern. Hier machen wir dann natürlich auch, wurde geschrieben, was auch richtig ist, dass ich mich eigentlich ein wenig, zu wenig um so hier um so Parkanlagen kümmere. So Freizeitangebot, das muss ich sagen, da stimme ich vollkommen zu. Das ist doch etwas wenig bei mir. Da möchte ich mich natürlich auch etwas bessern. Das ist jetzt ärgerlich. So geht's. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch gerade auch offiziell einen Bereich gehabt, wo es funktioniert hat. Und genau, da machen wir das alles mit der niedrigen, also mit der, ja doch, mit der niedrigen Dichte. Hier machen wir nochmal Gewerbe hin. Dann können die hier auch einkaufen. Ich hatte überlegt, ob man hier, was auch vorgeschlagen worden ist, dass man, war aber Bezug auf die Fußgängerzone hier am Strand in der Nähe. Meine? Da haben wir, glaube ich, eine Fußgängerzone gemacht. Muss immer nachgucken. Irgendwo hat man eine Fußgängerzone. Es war gar nicht hier. Es war doch hier. Dass man da so eine Einkaufsmeile irgendwie so dran setzt. Das hatte ich jetzt hier auch irgendwo vor, aber ich fand jetzt die Bereiche dafür nicht unbedingt passend. Das würde ich, glaube ich, auf der anderen Seite an diesem Strand dann machen wollen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Finde ich. Da würde es, glaube ich, nochmal ein bisschen besser hinpassen. Als jetzt hier so gequetscht, weil die kleinen Inseln hier, die sind echt nicht so prickelnd dafür. Die sind wirklich nicht so prickelnd. So, wir machen das so. Wir hätten jetzt hier nochmal Möglichkeiten auch. Ja, genau, es gibt ja hier die gemischten Wohngebäude, da hätten wir ja dann direkt Einkauf auch unten dran. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich hier hin mache, aber ich glaube, das werden die normalen Gebäude aber ein bisschen größer. Und auch hier drüben sind wir ja auch noch nicht so weit durch, da haben wir einfach mal nicht weitergebaut. Dass man hier diese Bereiche auf jeden Fall mal weit voll bekommt. Gehen wir hier so durch, schließen hier vorne noch an. Den Baum machen wir weg. Hat man hier nämlich auch nochmal so ein kleines Gebiet, was wir dann einfach hier auch auffüllen lassen können. Dann haben wir hier diese Abschlüsse mal, was ich halt ganz schön finde. Jetzt nicht nur, weil wir irgendwie die Nachfragen nach Wohnungen haben,
um das irgendwie abzudecken. Das ist ja eigentlich relativ egal. Irgendwann werden wir es ja vielleicht nicht mehr haben, dann sind wir traurig. Aber ich glaube, solange wir das alles mit den Arbeitsplätzen so im Einklang behalten, klappt das ganz gut. Aber da habe ich es ja nicht eilig. Bin ja froh, wenn wir das hier ein bisschen bebauen können, alles. Machen wir hier nochmal und hier nochmal. Hier drüben machen wir nichts. Genau. Hier können wir auch das Raster wegnehmen. Was wir hier allerdings auch wegnehmen könnten, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, ist zum einen hier die Parkplätze. Die hier. Und ich glaube tatsächlich, dass ich die hier drüben auch komplett wegnehme. Ich habe überlegt, Grünstreifen, aber das wäre halt durch die Brücken wieder unterbrochen die ganze Zeit. Das würde, glaube ich, auch nicht so schön aussehen. Dann haben wir hier die Verbindung mal so ein bisschen aufgebaut. In die Richtung kann man ja auch mal gucken, was man da noch hinbaut. Hier drüben haben wir auch nochmal Möglichkeiten. Da könnte man mit dem Bahnübergang rübergehen. Aber mir war es jetzt mal wichtig, dass wir hier zu diesem Bereich das hier alles miteinander verbinden. Und dann gehe ich jetzt hin und werde erstmal hier wahrscheinlich die ganzen Sachen dann auch begrünen, damit es halt auch einigermaßen hübsch aussieht. So, dann sieht der Teil schon mal wieder etwas befüllter und besser aus. Vereinzelt Bäume kann man immer noch mal hier und da setzen, wenn wir gerade ein schönes Plätzchen haben. Aber so, glaube ich, ist das erstmal ganz in Ordnung. Und jetzt würde ich gerne hingehen. Hier haben wir auch noch so eine freie Fläche. Hier ist das gleiche. Hier drüben müssen wir auch nochmal irgendwann weiterbauen. Ich würde jetzt erstmal hier an dieser Stelle vielleicht ein bisschen was machen. Hier haben wir diese große Sportanlage auch gebaut. Hier haben wir dann zum einen auch nochmal Strand, was ich sehr schön finde. Strand, diese Kante ist ja immer unschön beim Strand. Die eine Seite, aber die Seite höher zu machen als den Strand, ist halt wirklich eine gute Sache. Dadurch hat man hier durch die Texturen wirklich einen besseren Übergang, als wenn das so flach ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Hier haben wir ja beidseitig nochmal den Strand als Möglichkeit. Und da möchte ich jetzt gerne mal schauen, dass wir uns da vielleicht ein bisschen auch weiter ausbauen an dieser Stelle. Schauen, dass wir hier natürlich dann auch wahrscheinlich mit der mittleren Dichte ein bisschen mehr arbeiten. Gehe ich von aus. Dass wir hier dann eben zum einen vielleicht mit den Reihenhäusern wieder etwas arbeiten, die wir hier reinpacken. Fallen mir halt sehr gut. Boah. Wieder so ein Haus mir entgegengesprungen. Sehr schön. Das könnte man dann auf die Weise füllen. Die mittlere Dichte geht jetzt natürlich dann ordentlich runter dadurch. Das ist ja gar kein Problem. Und ich würde jetzt gerne hier, überlege gerade, Fußgängerzone. Überlege gerade, ob ich hier eine Fußgängerzone in Teilen draus mache. Versorgung kommt ja durch und Anlieger. Ich weiß halt nicht, ob Anlieger auch durch dürfen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Weil ich hätte ganz gerne eine Sache gemacht. Ich hätte hier echt gerne so mit einer Fußgängerzone nach vorne gegangen. Hier wäre ich mit der Straße geblieben und hätte hier dann an dieser Stelle eben auch einfach geguckt, dass ich hier mich ein bisschen ausbaue und hier auch nochmal Häuser hinsetze soweit. Hier dann eben auch vielleicht nochmal so durchgehe. Dann machen wir hier den Anschluss an sich. Das könnte man so machen. Könnte dann halt Stück für Stück hier auch nochmal so durchgehen. Oh, das ist jetzt nervig. Das ist, wenn der Snap halt gar nicht möchte, ne? Das ist halt wirklich, wenn der Snap halt gar nicht möchte. So, hier sind wir dann auch eigentlich schon wieder, da geht Berg hoch, das ist halt das. Und hier möchte ich dann halt gucken, dass man vielleicht eben so ein bisschen die Einkaufspassage macht. Hier machen wir wieder ein bisschen luxuriöseres Gebiet hin. Könnte hier dann nochmal so durchgehen vielleicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hier vorne können wir ja nichts machen, aber da können wir dann rein für den Einkauf sorgen. Mittlere Dichte haben wir ja zum Glück noch als Nachfrage. Dann kriegen wir hier nämlich ein wenig so das Gewünschte. Die Fußgängerzone mit der Einkaufspassage dann hin. Gehen hier durch, nehmen den Berg ein bisschen mit. Dann müssen wir jetzt gleich mit dem Gelände etwas natürlich bearbeiten. So sieht das, glaube ich, obwohl muss ich ganz ehrlich sagen, durch die Texturen möchte ich das Gelände gar nicht bearbeiten. Ich finde dann tatsächlich hier diese Kanten ja unglaublich schön. Das ist mir hier schon aufgefallen an dieser Seite. Da haben wir ja auch diese Kante. Normalerweise gucke ich ja immer, dass ich das dann wieder flach mache, weil das ja dann nur mit dieser Erde raus, obwohl das auch eine schöne Textur ist. Aber
Das hier sieht schon cool aus. Vor allem auch mit meinen Steinbrüchen, so wie ich sie baue. Ich habe mir ja Lakeside auch schon mal angeschaut, ob das für meine Projekte einigermaßen schön aussieht im Insgesamten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich den Steinbruch gesehen. Das war auch herrlich. Das war richtig schön. Das war richtig schön. Die haben direkt zu wenig Kundschaft. Oder? Ne, zu wenig Arbeiter ist das, glaube ich. Zu wenig Kundschaft, genau. So, wir gehen hier durch, machen hier nochmal ein paar kleinere Häuser hin. Das heißt, hier kommt auch nochmal so ein kleines, ja, luxuriöseres Gebiet hin. Da eh nicht so viel Abwechslung besteht. Ist ganz gut, dass wir hier so viel selber an Abwechslung mit reinbringen. Hier würde ich dann, das hier würde ich, glaube ich, oh, das geht das wieder los. Das hier würde ich wegmachen. So. Und ich bin immer so verwirrt. Ich denke jedes Mal, wenn ich das hier öffne, den Bulldozer, dass ich wieder vergessen habe, die Anarchie auszuschalten. Ein bisschen ungünstig. Ja, weil der Bulldozer, da ist immer irgendwie die Anarchie an. Schon aufgefallen. Gut, da ist jetzt mit der Kante, da müssen wir mal überlegen, ob man das hier vielleicht wegnimmt. Ich muss ja hier bei mir von oben gucken. Da wurde auch ein Tipp geschrieben, ich das auch ändern könnte. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall, für die Tipps. Da bin ich auch sehr dankbar immer drüber, dass, wenn es mich zu arg stört, dass ich das dann vielleicht dort ändern kann. Ich will momentan nicht zu viel umstellen, um das mal gerade so ein bisschen zu erklären, weil ich eben einfach abwarten möchte. Vielleicht, und ich hoffe einfach, dass da irgendwo nochmal ein Patch kommt, der das wieder etwas behebt. Das ist so meine große Hoffnung. Und dann habe ich viel umgestellt, obwohl es dann eine Woche später wieder gepatcht worden ist, ne? Deswegen warte ich da und lebe momentan so ein bisschen mit den Fehlern. Auch wenn es ein bisschen ungünstig ist, ein bisschen ungewohnt. Aber vielleicht ändert sich es halt. Es sieht halt, wie gesagt, in den Einstellungen, die ich jetzt halt getroffen habe, am besten aus. Ich habe immer mal wieder ein bisschen was geändert bei verschiedenen Sachen. Und das war eigentlich nie immer, hat mir nie so gefallen am Ende des Tages. So wie mit dem Anti-Aliasing, das macht einen meilenweiten Unterschied. Und da, deswegen bin ich da einfach ein bisschen vorsichtig. Aber das, die Sachen zu wissen, ist trotzdem eine gute Sache, weil dann kann man endlich, falls es dann mal wirklich man sagt, okay, boah, das ist echt jetzt langsam wirklich ein bisschen nervig, da komme ich gar nicht mehr mit klar, dann kann man das einfach ganz gemütlich ändern. Ich möchte hier dann gerne auch mal hier ein bisschen mehr Sportanlage. Es gibt halt nicht so viel Auswahl in Sportanlagen. Das ist es halt. Na komm, wir machen den hier hin. Wir lassen hier das auch frei. Jawohl. So viel Häuser kriegen wir dann hier leider nicht hin damit, ne? Überleg gerade, ob ich das irgendwie. Na, das ist nix. Dann nehmen wir ja so viel Platz weg. Ich würde eigentlich schon gerne gucken, dass man hier auch ein paar Häuser hinstellen kann. Also hier drinnen, wir haben ja eh wenig Platz. Hier drüben kriegen wir das eh kaum hin. Ich habe überlegt, ob ich den Bereich rausnehme, aber wie gesagt, so ein paar Häuser hätte ich dann doch gerne drinnen stehen. Da lassen wir mal die Parkplätze, reichen doch die, oder? Bin eh gespannt, ob die da hinkommen. Wird auch wieder hier das Luxusgebiet, ja. Wohl Luxusgebiet würde ich es jetzt vielleicht doch nicht schimpfen. Luxuriöseres Gebiet. Oh Gott. Na gut, da kann man hier auch komplett. Eieieiei. Das ist natürlich einiges. Hier machen wir das so. Hier machen wir das gleich. Nein, das war falsch. Der snappt daran, das ist ja ungünstig. Na gut, dann machen wir das so. Bisschen größer darf es sein. Hier Richtung Strand habe ich jetzt mal nichts gemacht. Habe ich mal nichts gemacht. Hier machen wir dann. Gewerbe brauchen wir ja hier dann an der Stelle auf jeden Fall nicht. Man kann das ein bisschen aufbauen. Guck mal, dann kommt nämlich ein bisschen was immerhin zusammen. Was ich ganz gut finde. Aber selbst das, das meine ich halt. Also die Steinbrüche dadurch sehen gut aus. Also das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben jetzt hier für diese Stelle. Aber für die Steinbrüche an sich, da hat man es jetzt mal gesehen mit dieser Kante. Das sieht schon cool aus. Weiß nicht, ob das so ein Mittelalter-Pack ist von den Texturen.
Irgendwie erinnert es mich ein bisschen dran. Ach, das ist wieder das Eckhaus, was falsch ist. Da muss man immer eine Seite wegnehmen. Und dann geht das. Oh, toll. Das hat ja richtig gut funktioniert. Machen das nochmal weg. Gibt es ja kein größeres. Ach, das ist jetzt so nervig wieder. Machen wir das mal so. Geht das so? Ja. Dankeschön. Genau, dann haben wir hier ein bisschen für den Einkauf gesorgt. Jetzt würde ich hier hinten an dieser Stelle gerne ohne den Snap, der Anführer des Staus ist wieder unterwegs, würde ich hier gerne durchgehen und hier hinten so ein bisschen an der Felswand, Felswand kann man es jetzt nicht nennen, aber hier so ein bisschen eben durchgehen und einfach so einen kleinen Weg hier entlang laufen zu lassen, der hier nach vorne geht. Das ist, glaube ich, auch ganz schön. Und da kann man halt drumherum dann auch mit Bäumen das, glaube ich, ein bisschen auffüllen. Hier geht es ja dann den Berg hoch, da kann man eh nichts mehr machen. Was ich jetzt natürlich noch machen möchte, ist zum einen hier die Post auf der Seite noch mit reinzubringen. Ich sage ja, vergesst das jedes Mal. Machen hier mal auf jeden Fall hier drüben nochmal Briefkästen hin. Das mache ich jetzt auch genau auf der anderen Seite auch. Bevor wir das vergessen, dann nehmen wir das gleich hier mit. So, dann kann das abgeholt werden. Normal sind wir da eigentlich ziemlich aktuell mit. Und jetzt könnten wir hier irgendwo nochmal eine Postfiliale hinmachen. Wo wäre denn dafür ein schöner Platz? Ich glaube, da drüben. Hier wäre eigentlich der einzige Platz, der dafür ganz gut aussehen würde. Hier ist zu knapp, aber hier in dieser Ecke können wir das machen. Das passt sich ja ein bisschen an. Können wir damit nochmal etwas arbeiten, machen das auf die Weise und hier hinten die noch hin. Ja. Aber hier auf jeden Fall noch eine Filiale. Könnte es hier sortiert werden und hier machen wir natürlich dann auch fleißig wieder Briefkästen hin. Dass das hier natürlich dann auch, dass sie da nicht alle zur Post rennen müssen, sondern hier über die Briefkästen dann das einwerfen können. So. Ich hoffe, dass dieser Bereich funktionieren wird. Bin ich mir noch unsicher. Bin mir auch unsicher mit dem Internet. Verstehe ich gar nicht. Habe ich mich ja gar nicht mehr drum gekümmert. Okay, auch das Internet ist natürlich eine wichtige Geschichte hier. Also hier an dieser Stelle zum Beispiel würde ich einen Turm sehen. Das ist okay. Wir könnten auch den größeren für 1 Million mal freischalten. Das wäre auch möglich. Der wäre hier dann in diesem Bereich vielleicht gar nicht so schlecht. Und diesen Riesentower dahinsetzt. Hier sind wir immer noch überschwemmt, aber es geht zurück. Hier ist nichts mit Wasser. Mann. Ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Wir machen den Fluss konstant. Das ist der hier. Wir gehen allerdings auf 0,1. Was ist das? Ah, warte mal. Was ist das denn? Was verändert sich denn hier? Ich habe keine Ahnung, was sich hier verändert. Wir gehen auf 0,1. Machen hier eine Wasserquelle hin. Ich habe keine Ahnung, für was diese Treppen, ob das da irgendwie ist. Aber ich möchte natürlich hier auch wieder Wasser drin haben. Das ist ja wichtig. Und hier würde ich gern, glaube ich, den großen Turm mal freischalten. Den haben wir noch nicht. Da ist er. Der kostet ja, glaube ich, 1 Million. Dann haben wir den hier. Den könnte man hier nämlich reinstellen an diese Stelle. Würde das klappen? Das würde gehen sogar. Machen wir das hier weg. Stück für Stück. Dass wir auch einfach die Versorgung hier mal haben. Das ist so Sachen, die man immer mal wieder vergisst. Da bin ich natürlich schon hinterher. Ach, da kann man nicht upgraden. Genau, und jetzt haben wir hier diesen großen, das ist ja der im Industriegebiet. Dadurch ist das alles hier, wie man sieht, halt orange. Und jetzt kann ich hier durch diese kleinen Türme kriege ich, habe ich die Grundabdeckung durch diesen großen und durch die kleinen verstärke ich das einfach. Das war so das Ziel, was sonst hätte ich davon wieder richtig viel benötigt. Was ist das hier? Krematorium. Muss ich mal schauen. Kriege ich den hier irgendwie so rein?
Müsste eigentlich so dann von der Abdeckung her größtenteils passen, bis jetzt auf hier natürlich. Hier vorne bräuchte man dann auch nochmal einen. Würde ich aber sagen, lassen wir weg. Dann haben wir hier halt nicht die perfekte Abdeckung. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Obwohl, warte mal. Wir könnten den hier reinstellen, das müsste dann reichen. Wenn ich den hier direkt hinstelle, freuen die sich ja richtig, habe ich gehört. Genau, so, die kommen jetzt von der Autobahn hier runter, fahren jetzt hier in dieses Gebiet rein und so haben wir das Gebiet dann auch mal fertiggestellt. Ich würde jetzt hingehen und würde hier nochmal begrünen und dann mal gucken, wie das Ganze dann auch aussieht. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Die Fußgängerzone, die Einkaufspassage hier, die ist vielleicht, das sind ein bisschen große Gebäude, weil das hier so zwischendurch geht, aber irgendwie hat das was, finde ich. Wir haben hier drüben ja auch schon ein bisschen mehr mit den höheren Gebäuden gearbeitet und teilweise auch wieder mit den niedrigen. Und hier haben wir das halt dann auch nochmal ein bisschen anders vermischt. Ich finde, das hat hier doch schon so ein bisschen, macht schon was her, hier gerade so zwischendurch mit diesen größeren Gebäuden. Na, dann können die dann nämlich unten schön einkaufen gehen. Wir kriegen nochmal ein paar Einwohner mit dazu an dieser Stelle. Und haben jetzt hier natürlich auch mit diesem Weg durch. Doch, das hat was. Versorgung haben wir auch soweit ein wenig aufgebaut. Ja, das hat schon was, diese Ecke. Das ist doch ein bisschen größer geworden. Und hier an dieser Stelle eben mit diesen Verbindungen. Ja, das macht was her. Ich finde das ganz schön. Jetzt gerade eben halt natürlich, dass das Wasser auch so ein bisschen heller wirkt und auch die Rasenfläche ein bisschen heller, sieht das alles auch irgendwie ganz anders aus. Ja, das ist eine schöne Ecke. Haben wir hier den Tennisplatz? Ja, das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Das heißt, wir haben hier zwei große Baustellen heute fertig gemacht. Einerseits drüben bei dem Riesenrad- und Endbahnhof. Andererseits hier. Natürlich müssen wir mit Buslinien vielleicht noch mal ein bisschen schauen, dass wir da auch eine Buslinie durch die Fußgängerzone noch durchmachen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich muss auch hier in dieses Gebiet noch mal eine Buslinie dann ziehen. Aber da schauen wir, denke ich mal, an einem anderen Tag drauf und gucken, dass wir das dann irgendwo mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nochmal weiter ausbauen. Gut, ihr liebe Leute, dann haben wir das für heute geschafft. Da ist ja doch schon einiges dazugekommen heute an Gebieten. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir werden beim nächsten Mal schauen. Muss ich mal ein bisschen überlegen. Wir haben jetzt Industrie, wir haben das mit den Wohngebieten jetzt ein bisschen weiter ausgebaut. Wenn ihr Vorschläge habt, natürlich immer gerne in die Kommentare damit. Ich werde nächstes Mal nochmal ein bisschen gucken. Ich schaue mir meistens meine Städtchen an, bevor ich dann aufnehme und schaue, was man vielleicht machen könnte. Außer ihr habt dann irgendwo Ideen, dann versuche ich das natürlich etwas mit einzubauen, wenn ich eine Idee dafür habe. Und dann gucken wir mal eben, was ansteht. Vielleicht machen wir die öffentlichen Verkehrsmittel teilweise, dass wir da nochmal vielleicht zwei, drei Buslinien bauen. Aber es muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anderes sein, was wir hier dann auch als eher größeres Projektchen dann vielleicht haben, was wir dann machen könnten. Vielleicht fangen wir auch mit den Berglandschaften ein bisschen an, dass wir in den Bergregionen halt einfach so kleine Ortschaften bauen. Können wir alles mal schauen. Da habe ich auch schon so ein paar Ideen, wie wir das vielleicht einigermaßen hübsch umsetzen können. In dem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr hier natürlich eine Bewertung dalassen würdet für dieses Video. Abonniert natürlich auch gerne den Kanal, ist kostenlos. Und ihr verpasst so keine Videos mehr. Schaut einfach in den angepinnten Kommentar. Da findet ihr auch einen Link zu Multisash TV, meinem zweiten Kanal hier auf YouTube, wo die VODs hochgeladen werden von Twitch, wo auch ein eigenständiges Livestream-Projekt hier in Cities Skylines 2 stattfindet, was sich Sunset Beach nennt. Und dort sind wir natürlich auch schon ein bisschen weiter, weil durch die Livestreams sind halt ein bisschen längere Folgen dann natürlich, weil eben die Livestreams als VOD da einfach hochgeladen werden. Könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen, ein Abo da lassen. Macht mich natürlich auch immer sehr, sehr glücklich zu sehen, dass der Kanal auch bei euch gut ankommt. In dem Sinne, ich bedanke mich, macht es gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!